Das ist noch ein langer Tag. Oh hey, ich werde hier gleich wieder hier hochgeschickt. Und eine andere Rakete. Was sehr praktisch ist, denn ich habe keinen Bock, so viel Zeit auf dem grauen Klumpen zu verbringen. Oh ja, dieselben Container, die Knuckles auch schon besichtigen durfte. Ich muss eigentlich nur in der Nähe rumschwören, dann bemerke ich was auf dem Radar. Nun, ich sollte zumindest. Das ist eine Bombe und da falle ich nicht nochmal drauf rein. Auch das ist eine Bombe und auch da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ärger müsste das ein Goodie sein. Nö, hier ist nichts drin. Das Spiel verarscht mich hier. Oh Gott. Magische Zylinder nur mit Kisten. Drin ist hier nichts. Na gut. Hier oben ist rein gar nichts. Hier ist auch rein gar nichts. Also dann gehe ich mal wieder aus dem Rest von diesem elenden Klumpen herum. Und plötzlich meine die Gravitation sieht wieder völlig anders. Na komm. Ja, und warum meint die Gravitation sieht völlig anders? Weil es nämlich von dort aus direkt wieder hierhin runter geht. Jetzt ist das Spiel von vorne los. Soll ich wieder hier unten suchen? Vielleicht finde ich ja diesmal was. Was ist das denn? Lauf, lauf, lauf. Radar schlägt vielleicht aus. Aber nur vielleicht. Eine Sklave, komm! Komm dort viel her. Ich habe voll vergessen, wir sind ja auf der Ark. Und trotz, dass Rouge eigentlich für Eggman arbeitet, jetzt einfach mal unplanmäßig nach diesen Master-Emerald-Stücken sucht. Nö, der hält die Viecher nicht ab. Warum sollte er? Ist er bloß sein Agent und der von der Regierung. Und es gibt so viele Sachen, die ich sagen könnte, die jetzt eigentlich nur Sinn machen würden, aber ich lasse es. Denn hinterher machen sie vielleicht keinen Sinn. Mal gucken mal an, was für Schalter habe ich denn gedrückt. Ja, der Rundflug ist bald vorbei. Na. Und ein erneuter Rundflug. Weil ich so viel Langeweile damit habe, wisst ihr? Nichts gegen schön große Level, ah ja. Wunderbar. Zurück zur Rakete und nichts wie weg. Ab nach woanders hin. Heiliger Mist. Leider sind alle Gegner wieder da und die Kamera ist gefickt. Ich muss ja leider wieder auf den grauen Klumpen da oben zurück. Ich würde ja auch so gerne. Mal sehen, ich fliege einfach mal hier rum. Vielleicht finde ich ja was. Obwohl das sehr anders aussieht. Wenn er hier nicht ausschlägt, dann schlägt er gar nicht aus. Also muss ich hoch zu dem komischen Football. Auf der Karte sieht das Ding aus wie ein Football. Also nehme ich das Ding auch einfach mal. Boah. Ich muss den Schalter nochmal drücken, ne? Oh ja, wie manche Kameras einfach sowas und sinnvoll funktionieren hier.
fliegen. Ja, manchmal ist es von diesen Dingen ja auch an der Spitze. Aber diesmal wohl eher nicht. Ist das Radar schon längst ausgeschlagen. Der Deadleben habe ich mir wohl verdient. Nicht alles hier kann man überfliegen. Das hängt einfach nur von der grünen Seite Gravitation. Wenn es langsam felsig wird, dann macht sie es nicht mit. Nein. Okay, ich muss irgendwo wieder die Rakete finden. Dann geht es gleich zum nächsten Meteoriten. Nur das Finden ist halt die Sache. Und da unten gehe ich auf jeden Fall nicht nochmal hin. Ich muss zu den anderen. Der nämlich ja so ziemlich... Oben links im Bild ist, aber ich kann ihn nicht ganz zeigen, weil die Kamera da nicht mitmacht. Kletter einfach drauf, du blöde Kuh! Irgendwo hier hat das Radar ausgeschlagen. Ich muss noch meinen Bumper benutzen. Scheinbar muss er auch ganz hoch. Wie schön buggy hier alles ist. Planeten ist das Ding. Vielleicht finde ich ja was. Na, aber hallo, habe ich aber was gestoßen. Ne? Da. Fährt an dem Ding mit. Das ist ja nett. Scheiß drauf. Geschafft. Ja, schäm dich auch. Ich hasse den Level. Und jetzt kommt der Kampf gegen Knuckles. Long time no see, Treasure Hunter. Did you find my emerald? That's a good one, your emerald. Talking to you is a waste of time. Over those Master Emeralds. Give them to me. Boah, das haben wir echt verlangt. Na, ich verkümmere mich erstmal aus dem Weg und greife mir damit meinen Attacken an. Ui. Schön im Auge behalten, was er macht. Ja, ich weiß. Witness my was? Klettern wir hoch, ja? Na komm. Nein, 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 darauf falle ich nicht rein. Master Emerald. Now give me back those jewels. Ach, das war jetzt zum Glück leicht, weil ich eine Strategie hatte. Und weil ich die ganze Zeit gesehen habe, wo er ist. Ist bei Rouge nicht ganz so einfach. Und genau wie Sonic und Shadow sind auch die beiden ziemlich platt. Give me back my emerald. What are you babbling about, you cocky?
call yourself a hunter attacking a lady? Shame on you! What kind of lady goes around stealing gems anyway? Those belong to me! Ja, lass sie fallen, lass sie fallen, lass sie fallen, lass sie fallen. Aber das macht er nicht, weil... Story. Weil jeder diese komische, egoistische Ziege mag. Es ist noch seltsamer als bei Amy. Keep your hands to yourself. Don't touch me. Is that how you say thanks to someone who just saved your life? Saving my life. Don't think I owe you one. You just wanted to hold my hand, didn't you? That's why you saved me. Ah, Frauenlogik. No matter what you say, it sounds crazy. So, jetzt alle Stücke wieder. Then just take them. They stink like echidnas do. If that's what you thought, you should have given me them in the first place. Manche Sprüche kapiert er nicht. Aber hey, da machst du einen Rundweg wieder. Finally. What? I'm sorry if I hurt you. Gibt da nicht gerne zu, aber manchmal muss man auch über seinen Stolz stehen. We should get going. Ja, er ist da gar nicht mehr. Warum guckst du da hin? Tschüssikowski. Ah, es gibt aber immer noch einen Eggman-Level, den ich spielen muss. Ah, das ist eine Pyramide. This is strange. It's showing energy readings from two separate Chaos Emeralds. Did they really think they could trick me with that fake emerald? Ah, jetzt ist es doch richtig rausgefunden. I'm the one who should be telling them the end is near, not you. Now is the time to end this long, drawn-out battle. Facing history as the ultimate genius. Eigentlich sollte Shadow ihm die Fresse verprügeln. Die Flügel verpressen, ja. I'm counting on you to finish the job. Hurry, the moment for attack has come. It's now or never. Und da ist er, der Teleporter. Cosmic Wall. Ich dachte, die Ark gehört schon ihm. Warum muss ich mir ein extra Eingangsticket verschaffen dafür? Naja, die Gravi hier ist Mondphysik. Mit dem Glätter kommt man hier unglaublich hoch. Und das heißt, man kann Eggman gescheit kontrollieren. Man kann gut springen. Es ist ein Level, den man spielen möchte. Hier stinkt immer noch nach der Gun, nach den künstlichen Chaosformen. Ich vergesse immer, dass diese Plattformen gar nicht hochfahren. Ja, machen wir das gut gemacht, Eggman. Gibt es bestimmt irgendwo eine Stelle, wo man ein unumgehbares Power-Up bekommt. Eggman bekommt zumindest Health-Up. Pyramidenförmige... Na, ich vergesse es lieber schnell. Ja, vergiss es, Gun-Roboter. Seht ihr, das ist ja schön an der Mondphysik. Selbst bodenlose Gruben sind kein Problem mehr. Man schwebt sogar noch ein bisschen hoch, obwohl man schon die maximale Sprunghöhe erreicht hatte. Und Leute, dieser Level ist ein Traum. Abgesehen von den Feindesmassen, die man hier hat. Glauben die, ich sehe das nicht. Ja, Mystic Melody habe ich hier nicht. Ah,
Scheiße, Level ist viel besser als dieser blöde Agler seine Tails. Oder hier der einzelne Level von denen in der Final Story. Oh, meine Güte. Die Kamera. Sie ist gut. Ist dieses Spiel krank? Ist die Kamera plötzlich wirklich so toll? Ja.